Ja, der Sommer ist da. Und was sieht man dann sofort? Man sieht jedes einzelne Staubkorn auf Fenstern, auf Solarpaneelen, auf allen glatten Flächen. Es ist wirklich wunderschön mit der Sonne. Aber ein Fenster sauber zu halten, ist ein Mordsakt, sage ich mal. Ja. Auch schon mit Fußböden geht's los. Wir haben tolle Lösungen für Sie aus all unseren Bereichen, aus den manuellen Bereichen, aus den Roboterbereichen. Spitzenprodukte, die Ihnen helfen, immer streifenfreie, saubere Fenster und Böden zu haben. Ist das nicht irre? Ich komme letztens aus der Dusche raus. Ja. Ja, wunderschöner Tag. Die Sonne stand so genau bei mir im Badezimmer auf dem Fenster. Und ich so, ah, endlich Sommer, schön, die Sonne. So, und gucke so um die Ecke und sehe so neben der Tür, ja, so an der Türzarge, ich so, oh, die müsste mal wieder putzen. Kriegt man so gar nicht unbedingt mit. Ja, wenn es so ein bisschen dunkel ist oder ein bisschen diesig vom Wetter her, dann geht das so in so einem Einheitsgrau über. Wenn aber die Sonne reinscheint, sieht man das natürlich. Unabhängig davon muss natürlich so ein Bad zwischendurch mal durchgewischt werden. Zwischendurch ist mal der Flur dran. Ich habe alle 2 Wochen bei mir zu Hause Kehrwoche. Das heißt, ich bin dran, das Treppenhaus zu putzen und so weiter. Und ich bin es ehrlich gesagt leid, ständig nur in irgendwelchen dreckigen Putzeimern zu hängen, immer auszubringen, jede dritte Etage abzuwischen, runterzubeugen und so weiter. Sie kennen das Desaster. Wird bei Ihnen so oder so ähnlich wahrscheinlich genauso sein. Und deswegen bin ich ein Riesenfan von diesem Modell jetzt hier. Das ist unser 2-in-1 Boden- bzw. Fensterreiniger. Und der ist einfach nur genial. Zu einem Preis, wo man einfach sagt, Mensch, sowas kriegst du normalerweise im Einzelhandel so für die paar Euro 50 definitiv nicht. Das ist ein, zunächst einmal Bodenwischer. Also die erste Funktion möchte ich Ihnen mal zeigen. Und Sie sehen hier natürlich klar ein entsprechendes Wischpad. So machen, dass man sehen kann, mit einem super Gelenk, mit dem man also auch mal super unter den Schrank, mal unters Bett oder eben auch mal im Badezimmer unter den Badezimmerschrank kommt. Viel interessanter aber ist hier dieser kleine Tank, den man natürlich auch rausnehmen kann, wenn man das möchte, ohne dass hier irgendwas passiert. Den können Sie separat befüllen, ganz einfach rein, und den lösen Sie quasi aus mit einem kleinen, ja, Auslöser, mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Auslöser, sagt man dazu, oder? Hier oben am Griff, Achtung. Tack, 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 tack. So, das heißt, wenn Sie jetzt hier den Boden putzen müssen, nehmen Sie ganz einfach diesen Behälter, passen 350 Milliliter an Flüssigkeit rein, packen Sie vielleicht noch ein Tröpfchen oder zwei Ihres Reinigers oder des Reinigers Ihrer Wahl. Und wenn Sie jetzt putzen, dann sprühen Sie ganz einfach den Bereich vorher ein und dann gehen Sie mal ganz entspannt drüber. Sie sehen, ich tue das hier aufrecht stehend, ohne dass ich jetzt irgendwie mit einem Lappen auf dem Boden rumkriechen muss oder in irgendwelche Ecken rein. Ich kann den also hier drehen und wenden, wie ich das möchte. Ich habe hier ein hervorragendes Gelenk und komme wirklich überall dorthin, wo ich möchte. Und wenn ich merke, da ist zu wenig Flüssigkeit drauf, zack, dann gehe ich nochmal eben drüber. So, das Schöne ist, das ist wirklich einfach, oder? Das Schöne ist, dass Sie natürlich jetzt hier mit nebelfeuchten Geschichten arbeiten. Und Sie kennen das wahrscheinlich von einem Laminatboden, wenn Sie einen zu Hause haben. Noch vor 20 Jahren hat man Laminatboden gerne mal verklebt, da war es nie so ein Riesenthema. Mittlerweile benutzt man Klicklaminat, egal ob günstig oder teuer. Und der hat natürlich das Problem, dass man, wenn man zu nass wischt, dann eben die Feuchtigkeit in den Fugen drin hat. Meine Freundin ist vor kurzem im Schlafzimmer mal ein Glas Wasser umgekippt und bups, direkt kam also der Laminatboden hoch. Wir haben also versucht, hier an dieser Stelle mal mit einem Haartrockner oder was das Ganze wieder trocken zu machen. Aber eine leichte Delle ist geblieben. Das Malheur kennt der ein oder andere. Hier arbeiten Sie nebelfeucht, ganz einfach nur zack, 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 kurz ein bisschen einsprühen und dann drüber wischen. Ich behaupte mal, mit diesem Tank jetzt hier, mit einem Reiniger Ihrer Wahl natürlich, können Sie ohne weiteres mal das komplette Treppenhaus sauber wischen oder natürlich von Raum zu Raum gehen. Bitte, dass Sie natürlich hier diesen Aufsatz ohne weiteres runternehmen können, um den einfach mal mit in die Wäsche zu legen. Das ist doch selbstverständlich. Der ist schon im Lieferumfang enthalten. Weitere Funktion aber bei diesem Gerät ist, ebenfalls schnell erklärt, der Bodenwischer ist entsprechend mit dabei. Sie haben aber gleichzeitig auch noch einen Aufsatz zum Wischen von Fenstern. Da ist also ein kleiner Schwamm mit dabei und eine Abziehlippe. Das heißt, auch mal bei hochliegenden Fenstern oder bei Glasflächen, bei glatten Flächen im Allgemeinen ist das eine hervorragende Möglichkeit, um mal komfortabel und einfach sauber zu machen, weil natürlich der Sprühtank die Arbeit für Sie quasi erledigt. Also ein 2-in-1 Wundergerät, und das kostet nicht viel Geld hier. 20,89 Euro ist unser Preis für Sie mit der Flasche. Es ist wirklich alles dabei. Das Reinigungspad ist dabei. Der Fensterputzaufsatz ist natürlich auch mit dabei. Das können Sie bestellen mit der NX4171 und der 569. Sehr innovativ, gerade hier, weil wir diese 2-in-1 Funktion haben und dass immer genau die richtige Menge Wasser da genommen wird. Gerade, wie du erzählt hast, bei Laminat und Holzböden.
eminent wichtig, dass da kein Schaden entsteht. Ja. So, als nächstes haben wir einen Akku-Fenstersauger-Set mit Teleskopstab. Und das ist absolut genial. Ja, ja. Wir hatten uns vor der Sendung mal darüber unterhalten, wie genial bei dir zu Hause Fenster auch mal eben manuell gereinigt. Mit einem Fenstersauger sauber werden. Ja, Sie kennen das, diese klassischen Fenstersauger, die haben auf der einen Seite so ein Wischpad drauf und auf der anderen Seite so eine Gummilippe. Und in dieser Gummilippe eingearbeitet ist quasi wie bei Ihrem Staubsauger auch so ein Einzugmechanismus. Das heißt, Sie schalten das Gerät ein, machen die Scheibe nass und machen sie sauber. Und dann gehen Sie ganz einfach mit der Lippe und dem entsprechenden Absaugmechanismus dann über die Scheibe drüber. Kann man kaufen von einem Markenhersteller. Ich glaube, kostet um die 60 bis 80 60, 70 Euro. Habe ich bezahlt. Sowas um den Dreh rum. Ja, und funktioniert ganz zuverlässig. Das Problem ist nur, das Gerät hat ungefähr 30, 40 Zentimeter Länge. Wenn es um hohe Fenster geht, bist du damit natürlich aufgeschmissen. Hier haben Sie genau das Gleiche. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite diesen Wischaufsatz, wo Sie ganz einfach nur die Scheibe ausreinigen können. Und auf der anderen Seite finden Sie eine Gummilippe, einen Abzieher sozusagen. Das Schöne aber an diesem Gerät ist, Sie müssen jetzt nicht extra wie ein Fensterputzer quasi jetzt irgendwie in leicht elliptischen Bewegungen oder sowas über die Fensterscheibe drüber gehen. Sie schalten ganz einfach, bevor Sie das machen, den Staubsauger ein. Ja, das heißt, die Flüssigkeit, die von mir aus durch den Abzieher gesammelt wird, die wird hier automatisch mit aufgesaugt. Um es mal einfach zu zeigen, Sie gehen hin, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Sie reinigen die Scheibe aus, sprühen das Ganze ganz einfach mal ein. Mhm. Über den Teleskopstiel übrigens jetzt hier könnte ich also auch nochmal reichlich Abstand halten. Also auch mal große Fenster, Wintergärten und dergleichen können Sie ohne weiteres sauber machen. Sie kommen mit dem entsprechenden Wischaufsatz super auch mal in die Ecken rein. Wenn Sie das gemacht haben, drehen Sie das Ganze einfach um, schalten den Staubsauger quasi dazu ein, in dem Fall den Feuchtigkeitssauger, und den gehen dann ganz einfach mal hier mit dem Teleskopstiel, beispielsweise, ich deute es jetzt einfach mal an, langsam quasi über die Scheibe drüber und ziehen das Ganze nicht nur ab, sondern das Wasser, was quasi jetzt hier über diese Absauglippe gesammelt wird, wird hier entsprechend dann in den Behälter eingesaugt. Wie viel da eingesaugt wird, können Sie sehen. Sie haben ein klares Sichtfenster mit dabei. Da passen ungefähr 250, 300 Milliliter an Flüssigkeit rein. Wenn der irgendwann voll sein sollte, gehen Sie ganz einfach hin über den nächsten Ausguss beispielsweise oder einfach mal über die Toilette und kippen das Schmutzwasser ganz einfach wieder aus. Das ist einfach, das ist schnell und das ist präzise und vor allen Dingen funktioniert es streifenfrei, wie wir festgestellt haben. Vielleicht danach nochmal mit dem Läppchen hier unten über den Fensterrahmen oder was drüber gehen, dann ist das Problem erledigt. Und dadurch, dass wir hier eben diese Teleskopstange haben, ich glaube, ich kann aus dem Bild raus. Ja. Ja? Naja. Ich komme schon fast an unsere Decke ran hier oben. Also ich bin 1,80 Meter groß, hier reden wir von ungefähr 1,60 Meter nochmal zusätzlich. Da sind Sie bei über 4 Meter. Also auch bei einem großen Dachfenster zum Beispiel oder im Treppenhaus bei mir. Ja, ich wohne ganz oben, da ist natürlich ausgerechnet dann diese Zweierverglasung, glaube ich, auf 3,50 Meter Höhe. So eine Leiter habe ich nicht zu Hause und ich möchte auch nicht irgendjemandem Nachbarn oder was auf die Schulter steigen, um da oben dran zu kommen. Also dementsprechend sieht die Scheibe natürlich aus. Mit so einer Teleskopverlängerung, Sie sehen es selber, wie lang das Ganze ist, plus entsprechende Armlänge ist das Ganze überhaupt kein Thema. Also da kommen Sie locker dran. Auf der einen Seite ganz einfach abwischen und auf der anderen Seite entweder abziehen oder natürlich mit dem Mechanismus des Saugens gleichzeitig die Flüssigkeit, das Schmutzwasser quasi dann direkt beim Abziehen auch ohne weiteres schon wieder einsaugen. Geht natürlich auch kürzer, Sie haben einen Teleskopstiel, das heißt, Sie können das Ganze natürlich auch als Handgerät nutzen, indem Sie ganz einfach den Teleskopstiel runternehmen, so wie man das normalerweise von den handelsüblichen Fenstersaugern kennt. Aber ich glaube, dass der ein oder andere wirklich Sorge hat, wie komme ich da oben an diese blöde Fensterscheibe ran? Manchmal auch diese unterteilten Scheiben oder was, die ja wunderschön sind, aber wie wollen Sie die sauber machen? Auch von außen ist das mitunter ein Problem. Und wenn ich da manchmal sehe, wie der ein oder andere da in der zweiten Etage klettert und sich da mit einer Hand am Fenstergriff festhält und dann da raushängt und da geht es dann 10 Meter runter, da wird mir manchmal Angst und Bange. Dann doch lieber mal so ein tolles Gerät und ich glaube, damit kommen Sie hervorragend hin. Wenn Sie es als Handgerät nutzen möchten, nehmen Sie ganz einfach den Teleskopstiel runter und machen das Ganze hier direkt mit dem Handteil quasi auch an der Scheibe. Einfach sauber machen, dann machst du hier den Sauger an und gehst mal hier ganz entspannt quasi die Scheibe und runter Kabel und saugst auch, das wieder ab. Ne? Bitte? Ohne Kabel auch. Ohne Kabel, ist Akku betrieben und 35 Wahnsinn. Minuten hast du Zeit. Also ein Akku-Fenstersaugerset mit Teleskopstab. Der Schwamm ist dabei, den können Sie natürlich auch waschen. Der ist aus Mikrofaser und der Sauger. Alles mit Akku betrieben, das heißt, Sie brauchen kein Stromkabel mehr.
Die Bestellnummer ist die NX9063 und die 569. Sie kriegen unseren Jokerpreis hier, 39,99 Euro. Bei Pearl.de kostet der 10 Euro mehr. Also auch hier Geld gespart, weil Sie jetzt Pearl TV schauen. Ein klasse Gerät, sage ich mal, hier um Fenster richtig sauber zu machen und auch mal in die Ecken zu kommen, wo man sonst eine Leiter bräuchte. Carsten, ich sehe dich hier schon fegen. So fleißig. Aber das, ist ja, aus, das ist ja mehr als ein Feger, was du da hast. Die ganzen blöden Blätter, der ganze Schmutz und Staub und alles, was eben so aktuell von den Bäumen runterfällt, gerade bei diesem Wetter, oder? Ja. Du hast drei Tage schön und dann kommt wieder der nächste Sturm und da sieht der Parkplatz oder die Einfahrt oder was schon wieder aus, als hätten sie nie irgendwas dafür getan. Dafür brauchen sie natürlich einen vernünftigen Besen und ich darf mal anmerken, einen Besen mit diesen Nylonborsten, in der Regel in Rot, mit einem Holzstiel, kriegt man für ein paar Euro 50, glaube ich, selbst im Baumarkt hinterhergeworfen. Mhm. Ja? Nicht aber so einen. Dieser hier hat was ganz Besonderes, hat natürlich zum einen ebenfalls diese Nylonbürsten und wie gut die sind, hast du selber schon mal bei dir auf der Terrasse festgestellt. Ja, ich habe den bei mir benutzt und habe dann eben auch mal, ich habe so Waschbeton, das sind diese kleinen Steine im Beton. Da setzt sich gern was rein. Da brauchst du 5 Minuten dich umdrehen, guckst hin, ist schon wieder alles dreckig. Ne? Also Sie können sich wirklich dranhalten bei solchen Geschichten oder aber Sie nehmen ganz einfach diesen Besen und den Schlauch, der hier bereits im Lieferumfang enthalten ist. Und den machen Sie ganz einfach mit einem entsprechenden Klickanschluss. Ich zeige es jetzt ganz einfach mal so. Hier, wir sehen es mal eben hier. An den Außenwasserhahn dran, verbinden das Ganze mit Ihrem Besen und drehen das Wasser auf. Sie können oben an dem Stiel dieses Besens sogar noch hier die Wassermenge einstellen. Das heißt, Sie können den Wasserdruck einstellen und die Wassermenge. Und so sieht das dann aus. Hier kommt nämlich dann das Wasser aus insgesamt 14 Düsen quasi aus dem Stiel, aus dem Schrubber, nennen wir ihn ganz einfach mal so, heraus. Und somit sparst du dir unglaublich viele Arbeitsgänge. Manch einer nimmt dann einen Eimer oder was und schüttet erstmal das Wasser dann eben einmal grob über die komplette Fläche drüber. Dann schwappt das rechts und links drüber. Oder aber du machst es wesentlich präziser und bürstest ganz einfach mit dem Wasser jetzt hier und dem entsprechenden Besen diese berühmte Patina oder auch mal das ein oder andere Moos aus diesen Zwischenräumen, aus den Fugen von den Steinen ganz einfach raus. Ich möchte Ihnen mal kurz zeigen, das ist der Schlauch, ein spezieller Schlauch übrigens, den wir hier dabei haben. Wird ganz einfach mit einem Klickanschluss oben drauf gesetzt, das andere Ende dann an den Wasserhahn und dann heißt es nur noch Wassermarsch. Hier haben Sie dieses kleine Hähnchen, wo Sie ganz einfach den Wasserdruck einstellen können. Ja, können das Ganze auch ausmachen, wenn Sie mal eine Pause machen möchten oder was anderes machen wollen, zack, oder eben wieder einschalten. Und das Schöne ist, Sie haben einen Teleskopstiel, Sie können das mittlere Element rausnehmen, Sie haben 50 Meter oder 1,50 Meter Länge und Sie sehen das hier, ich kann das hier ganz entspannt im aufrechten Stand und nicht mit Buckel oder sonst irgendwas runter in die Knie, sondern mal ganz entspannt einfach nur drüber schrubben. Der Schlauch hat 7 Meter und bevor Sie schimpfen, wenn das Ganze nach Hause kam, sagen 7 Meter, da komme ich doch nicht vom Wasseranschluss bis hinten in den äußersten Winkel da bei mir auf der Terrasse. Der dehnt sich aus. Das ist so ein, wie sagt man so schön in der Handelssprache, Wunderschlauch. Ja, der dehnt sich mit der Zugabe von Wasser ganz einfach aus auf ungefähr die dreifache Länge. Das heißt, der wird von 7 Meter, wenn Sie Wasser zugeben, rund 20 Meter lang. Und ich glaube, 20 Meter ist schon eine ganz stattliche Länge, wo du ohne weiteres mal vom Wasserhahn bis zu der Stelle kommst, wo du arbeiten möchtest. Wenn Sie das Wasser wieder ausdrehen, zieht er sich wieder auf 7 Meter zurück. Sie haben das eben gesehen, kriege ich in die Hosentasche, aber der braucht nur wirklich nicht mehr allzu viel Platz, anders als so eine klassische Schlauchtrommel. Hat noch einen weiteren Vorteil, Diana malträtiert ihn gerade mal. Ja, das müssen Sie nicht machen, das passiert völlig automatisch. Aber mitunter haben Sie schon mal so eine scharfkantige Stelle, so eine Steinkante oder sowas, wo der ein oder andere PVC-Schlauch in den letzten Jahren schon mal das Zeitliche gesegnet hat. Hier haben Sie so eine stabile Nylon-Ummantelung, die das Ganze also wesentlich robuster macht, also auch langlebiger macht. Und durch diese Nylon-Ummantelung, die Sie hier nochmal sehr schön sehen können, ist natürlich auch der Schlauch, ein Latex-Schlauch im Inneren, damit er sich ausdehnen kann, auch vor der schädlichen UV-Strahlung der Sonne geschützt. Sie kennen das, wenn Sie so eine klassische Schlauchtrommel dann irgendwo draußen stehen haben. Im Laufe der Jahre bleicht das Ganze dann aus und irgendwann kommt die erste Blase. Und wenn Sie Pech haben, macht es irgendwann Peng, dann ist der Schlauch hinüber. Hat auch Geld gekostet, in der Regel nicht gerade wenig. Der ist hier übrigens bereits schon mit dabei. Und ist natürlich auch so übrigens, ist ein klassischer Klickanschluss, auch ganz einfach nur für die Gartenbewässerung zu nutzen. Wenn Sie so einen klassischen Aufsatz haben, so eine klassische Spritzdüse oder so eine einstellbare Düse mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten, können Sie die genauso einfach draufklicken. Das ist ein Standardsystem in Deutschland. Passt auf den Besen, in der Kombination kommt es zu Ihnen, passt aber auch mit jedem anderen Gartengerät bei Ihnen zu Hause. Auch hier haben wir einen Jokerpreis, Sie sparen 13 Euro im
im Vergleich zu Pearl.de. Bei uns nur 39,99 Euro und nicht 53 Euro. Mit der Bestellnummer ZX8387 und der 569. Ich habe es selber ausprobiert, gerade so für Steinplatten auf dem Boden. Es ist ein richtig harter Schrubber, aus dem vorne Wasser rauskommt. Den Schlauch kriegen wir auch noch dazu. Ich finde das System genial. Und damit wird die Sache sehr, sehr einfach. Ja, jetzt haben wir von manuellen Putzmöglichkeiten gesprochen. Es gibt aber auch, gerade fürs Fenster, Roboter, die das für Sie erledigen. Dann sind Sie eben nicht schweißgebadet. Ja, mal ganz ehrlich, in der Hitze, wer hat denn da Bock, sich da ein paar Stunden immer hinzusetzen und Fenster zu putzen? Nächste Woche, ich bestehe drauf, 32 Grad sollen das werden. Und im Moment, wir warten auf den nächsten Regen hier bei uns. Hier ist eine Luftfeuchtigkeit in diesen Räumlichkeiten. Werden Sie wahrscheinlich von zu Hause kennen. Man kann aufreißen, was immer man möchte. Es ist ganz einfach drückend und schwül. Und dann da mal so einen Boden wischen oder ein Fenster reinigen und so weiter, ist nun wahrlich kein Vergnügen. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu warm. Aber Sie werden doch wahrscheinlich auch schon die modernen Möglichkeiten der Technik nutzen, oder? Haben Sie eine Waschmaschine? Sehr wahrscheinlich, ja. Vielleicht haben Sie auch einen Trockner im Keller stehen oder vielleicht auch im Badezimmer. Und Sie nehmen die Wäsche, schmeißen das Ganze rein, füllen Waschmittel rein, drücken aufs Knöpfchen, bombs, 2 Stunden später holen Sie die Wäsche wieder rauf und hängen das Ganze auf. Lassen also eine Maschine die Arbeit erledigen. Vielleicht auch nach dem Essen einfach nur die schmutzigen Teller und die Gabel und die Gläser in die Spülmaschine rein, aufs Knöpfchen drücken und fertig. Warum mühen Sie sich denn beim Fensterputzen noch ab? Gut, manche Stellen sind schwierig zu erreichen, vielleicht auch mit einem Roboter. Da ist natürlich das, was wir Ihnen gerade gezeigt haben, durchaus sinnvoll und auch praktisch. Aber die klassischen Fensterscheiben, die können Sie jetzt ganz einfach von einer Maschine aus reinigen lassen. Und da haben wir 2 verschiedene Modelle für Sie. Und Diana möchte Ihnen jetzt gerne mal zeigen, wie unglaublich aufwendig das ist, hier einen Fensterputzroboter zum Laufen zu bringen. Einen Fensterputzroboter, der Ihnen nicht nur Glasscheiben, sondern alle glatten Flächen zu Hause zuverlässig streifenfrei ausreinigen kann, während Sie sich mit angenehmeren Dingen beschäftigen oder mit anderen Themen rund um Ihren Haushalt. Diana, zeig uns das bitte mal. Das ist das Gerät an sich aus dem Jahr 2023. Da ist er das erste Mal bei uns aufgetaucht, mehrfach preisgekrönt, ist ein hervorragendes Einstiegsmodell, hat eine Sprühfunktion auf der Rückseite, die Mikrofaserpads. Das Putzergebnis ist sensationell. Ingo hat ihn zu Hause, wir werden ihn gleich auch nochmal fragen. Einfach nur einschalten und was muss ich jetzt noch machen? Einfach Play-Taste hier drücken, ja. Das war's. Das sah jetzt nicht sehr... Guck mal, wie sehe ich aus. Ich stehe hier im eigenen Saft und du siehst aus, als wenn du zu einer Gala fahren würdest. Putzen. Jetzt sehen Sie mal, der Fensterputzroboter erledigt eine der wohl unangenehmsten und, ich darf mal sagen, ätzendsten Hausarbeiten überhaupt. Wie von ganz alleine. Fensterputzen natürlich ist ein riesengroßes Thema, speziell bei den Wetterkapriolen in diesem Jahr. Sie sind fertig auf der einen Seite, dann kommt die nächste Regenschauer und dann müssen Sie quasi wieder von vorne anfangen. Ich habe Ingo eben noch erzählt, bei mir ist es die wetterzugewandte Seite, Badezimmer, Küche und Wohnraum. Bombs einmal geregnet, muss ich wieder von vorne anfangen. Jetzt gehe ich ganz einfach hin und setze hier den Fensterputzroboter drauf und ich sage Ihnen, warum das so gut funktioniert. Wir arbeiten hier mit der Firma Hobart zusammen und die Firma Hobart steht übrigens für Home Robotics, ist mittlerweile seit 12 Jahren im Geschäft und einer der größten Anbieter von Haushaltsrobotern. Und die beschäftigen sich den ganzen Tag mit nichts anderem als mit der Frage, wie können wir denn eigentlich den privaten Haushalten diese lästige Aufgabe der Hausarbeit abnehmen? Wie schaffen wir es, dass eine Maschine diese Aufgabe erledigt, wie eine Waschmaschine oder wie eine Spülmaschine? Die machen alles Mögliche. Die machen Rasenmäherroboter, soweit ich weiß. Die machen Fensterputzroboter, die machen Bodenwischer, Bodensauger. Alles das, was eine Maschine mitunter sogar deutlich besser kann als wir Menschen, egal welche Hausmittel sie von Oma oder Mutti noch im Repertoire haben. Diese Maschine erledigt die lästige Aufgabe zuverlässig, schnell und präzise und zwar schwiegermuttertauglich. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja? Sie sehen, der fährt nicht einfach ungeniert einfach nur mal von rechts nach links. Der schaut sich genau an über die Sensortechnik. Wo bin ich hier? Ist da ein Rahmen? Ist da keiner oder was? Und wenn der fertig ist, piepst der und wartet auf weitere Aufgaben. Ingo, du hast ihn zu Hause. Und ich habe eine Menge Fenster zu Hause. Bei euch zu Hause. Ja, ich habe vor 3,5 Jahren, glaube ich, das erste Mal, oder vor 3 Jahren habe ich einen Fensterputzroboter das erste Mal vorgestellt. Und dann kam das Jahr drauf, kam dieser hier raus und den habe ich mit nach Hause genommen und meiner Frau gezeigt. Weil ich wollte ihr das mal zeigen. Ne? Wir sind total begeistert gewesen davon. Und deine Frau ist kritisch, darf ich anmerken. Ja, natürlich. Wir sind beide kritisch. Ich bin auch sehr kritisch mit sowas. Deswegen hat mich das ja so begeistert und wollte ihr das unbedingt zeigen. Ja. Ich habe es mir zum Geburtstag gewünscht und jetzt sind wir stolzer Besitzer genau dieses Modells hier.
Es ist so fantastisch. Wir haben uns bis jetzt immer Zeit nehmen müssen fürs Fensterputzen. Meine Frau arbeitet, ich arbeite. Ja klar, dann bleibt nur das Wochenende und wir haben wirklich Besseres zu tun, als uns Samstagnachmittags da drei Stunden. Ja, das glaube ich drei gerne. Stunden da, das glaube ich gerne. Um die Fenster zu kümmern. Aber sie ist zufrieden, sie ist glücklich mit dem Ergebnis. Wir sind beide sowas von glücklich und zufrieden. Und jetzt ist es ja inzwischen so, dass wir uns das nicht mehr vornehmen, die Fenster zu putzen, sondern wenn immer wir irgendwas sehen, ob das am Fenster, am Spiegel, sonst irgendwo ist, setzen wir den einfach drauf und der macht dann die Arbeit für uns. Es ist genial, es ist wirklich fantastisch. Und bald wird ein Fensterputzroboter auch zum täglichen Haushalt gehören, denke ich mal. Wie eine Waschmaschine oder wie eine Spülmaschine. Wie eine Toaster. Das ist doch heutzutage völlig normal. Kein Mensch wäscht doch seine Wäsche noch auf so einem Waschbrett oder auf einem Waschzuber oder sowas alles. In den meisten Küchen findet man heutzutage eine Spülmaschine. Die sind vom Verbrauch, vom Wasser und vom Stromverbrauch her minimal und nehmen ihnen unglaublich viel Arbeit weg. Und ich glaube, dass es angenehmer ist, hier sich mit angenehmen Dingen des Hauses oder des Lebens zu beschäftigen, als die Fenster zu putzen. Er ist fertig, deswegen macht er so ein Getöse. Langes Kabel ist dabei, Pads zum Wechseln, natürlich Reinigungsflüssigkeit, sogar eine Fernbedienung ist mit dabei. Die haben wir in hunderten von Präsentationen hier, ehrlich gesagt, noch nicht ein einziges Mal gebraucht. Natürlich für alle glatten Flächen, auch Fliesen, Spiegel zum Beispiel. Spiegel hast du angesprochen. Spiegelschrank. Ja, Spiegelschrank. Bestens. Also, es sind immer Fingerabdrücke drauf, jetzt nicht mehr. Ja, den können Sie bestellen mit der Bestellnummer NX6057 und der 569. Sie sparen auch nochmal Geld im Vergleich zu Pearl.de. 13, 14, 15 Euro sowas. Den können Sie sich bestellen, kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Das Prinzip finde ich so genial, wie diese Fensterputzroboter funktionieren. Ja, der saugt sich ja richtig fest. Der saugt sich fest wie so ein Putzerfisch. Ja? Der eine oder andere wird das Prinzip wahrscheinlich kennen. Und alles andere passiert hier vollkommen automatisch. Jetzt kommt das natürlich mal vor, gerade bei so großen Fensterflächen. Ja, gerade bei so einem Dachfenster zum Beispiel, das ist so ein beliebtes Ziel für Tauben. Ja, oder auch mal so ein Wintergarten, ja, wenn sie so 3 Meter hoch und 4 Meter quasi diese Glasfronten dann haben. Da weiß ich, werden sie seit vielen Jahren wahrscheinlich jeden Sommer überdenken, oh Gott, so schön wie das ist, so schwierig ist es mit dem Saubermachen. Da kommt natürlich auch schon mal eine Verschmutzung drauf, die mitunter auch mal ein bisschen hartnäckiger ist. Ja, dann nimmt man ein Vogelmaß und platsch einmal voll drauf und dann steht die Sonne drauf nach einer halben Stunde haben sie so eine richtig verkrustete Schwarte da drauf und es sieht von unten und alles andere als schön aus. Und genau deswegen hat sich auch hier die Firma Hobart wieder hingesetzt. Die Ingenieure haben die Köpfe zusammengesteckt und sich überlegt, wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir das, dass das Putzergebnis und das Wischergebnis quasi mit den Robotern, die schon im Bestand sind, noch mal etwas mehr perfektioniert ist? Wir haben uns, als es hieß, wir kriegen einen neuen, wir kriegen das neueste Modell jetzt hier ins Putzprogramm, wir haben uns angeguckt, ja, Ingo sagte noch, wie soll denn das funktionieren? Der ist doch schon perfekt. Es ist den Kollegen tatsächlich gelungen, mit dem neuesten Fensterputzroboter. 24er Modell. Bitte? 2024er Modell. Das 2024er Modell haben wir jetzt seit 4, 5, 6 Wochen oder was im Programm, ist eine Neuheit aus dem Katalog sozusagen und jetzt schon unglaublich beliebt. Es ist der S6. Ja, erinnert mich an eine führende Automarke in Deutschland. Da weiß man natürlich schon mal ganz fantastisch, was die bieten können. Und der hat eine Wischfunktion. Das heißt, der hat nicht einfach nur einen Sprühtank, der hat sogar zwei. Und das entsprechende Mikrofaserpad, was schon für streifenfreie Ergebnisse sorgt. Der hier hat zwei Wischpads, eins rechts, eins links. Und schafft es mit rund 600 Wischbewegungen pro Minute auch mal hartnäckige Verschmutzungen von der Scheibe zu entfernen. Das werden wir gleich nochmal live hier bei uns im Studio vorstellen. Wir sehen das natürlich jetzt hier mal im klassischen Werbevideo, aber genauso einfach, wie es da gezeigt wird, ist es auch bei Ihnen zu Hause. Sieht so ein bisschen aus, als wenn diese Pads zittern würden. Tun sie aber nicht. Sie bewegen sich rund 4 mm von rechts nach links und von links nach rechts und sind natürlich damit in der Lage, deutlich präziser und deutlich vernünftiger und vor allem wesentlich schneller als jeder Mensch der Welt das eine Scheibe auszureihen. Ne? Da sieht man das mal. Hier ist mal so ein bisschen in Zeitlupe, muss man sagen. Also genial, sehen. Oder? Ja. So. Wir haben wirklich gedacht, was soll denn jetzt noch kommen? Ne? Ja, ja. Aber ja, das ist noch mal eine Revolution, kann man sagen. Es sind natürlich mitunter auch die Kleinigkeiten, die so wirklich entscheidend sein können. Und das sind sie bei diesem Modell auch. Die geben immer genau die richtige Menge an Flüssigkeit, an Reinigungsflüssigkeit, übrigens bei beiden Modellen schon im Lieferumfang enthalten, an die Scheibe ab. Und die Mikrofaser ist natürlich jetzt nicht irgendeine Mikrofaser, die Sie von mir so auch im Discountermarkt kaufen können. Das ist eine spezielle Mikrofaser, die nebelfeucht, quasi perfekt aufeinander abgestimmt, Reiniger und Mikrofaserpad hier, die Scheiben ausreinigen kann. Wir durften seit der ersten Präsentation, und wir hatten das Vergnügen, den vor ungefähr 5, 6 Wochen zum ersten Mal hier bei uns im Studio auch live testen zu können, durften wir schon etliche hunderte Modelle davon rausschicken. Wir haben ihn noch auf Lager, aber er ist sehr beliebt, dass ich behaupte, der wird in 1 oder 2 Wochen auch schon wieder ausverkauft sein. Es ist ein sensationelles Modell.
Und das für knapp 380 Euro noch Porto und Versand kostenfrei. Ich behaupte mal, vergleichbare Modelle auch anderer Hersteller fangen gut und gern mal so bei 500, 600 Euro an. Ich habe schon die wildesten Capriolen gesehen. Ja. Ob es mir das wert wäre, weiß ich nicht. Aber knapp 380 Euro für ein Modell, wo du jahrelang Freude dran hast. Was präzise, streifenfrei und vollkommen von der Technik her durchorganisiert, glatte Flächen ausreinigt. Da erinnere ich auch nochmal an den Fliesenspiegel im Badezimmer. Den vergisst man gerne mal. Man macht den Spiegel sauber, macht die Duschkabine sauber, kann der übrigens auch, ja, oder wischt mal den Boden. Aber die Fliesen an der Wand vergisst man gerne, bis die Sonne reinscheint, dann wissen Sie es. Mhm. Kennen Sie die hier? Ja? Solarpanel. Haben Sie sich vielleicht auch mal für interessiert? Vielleicht auch schon eine Balkonsolaranlage bei sich zu Hause installiert? Dann werden Sie wissen, dass Rapspollen oder mitunter auch mal Saharasand und so weiter Spuren hinterlassen können. Warum überlegen Sie sich denn die ganze Zeit, wie kriege ich denn diese blöden Panels wieder sauber? Setzen Sie doch einfach den Fensterputzroboter auch an dieser Stelle mal ein. Auch da nur einschalten, der ist sogar so höflich und sagt Ihnen guten Tag. Und alles andere passiert hier vollkommen automatisch. Pass auf. Sehr schön übrigens jetzt gleich mal zu sehen, dass der über diese moderne Sensortechnik, wir haben hier ein Fullscreen-Solarpanel ohne Rahmen, dass der über diese moderne Sensortechnik nicht einfach über den Rahmen hinausfährt, sondern hier genau erkennt, wo ist denn hier eigentlich das Ende des Panels gekommen. Gleiches würde der auch bei Ihnen im Fliesenspiegel im Badezimmer oder natürlich auch beispielsweise an der Duschkabine oder auch mal an der Glastür zum Wohnzimmer entsprechend erkennen. Der weiß ganz genau, was er tut und er macht genau das so lange, bis er fertig ist. Und mit diesen 600 Wischbewegungen pro Minute ist das Ergebnis einfach sensationell. Besonders hier auch bei den Solarpanel, aber an jeder anderen Fläche, glatten Fläche bei Ihnen im Haushalt auch. Also unser Spitzenmodell hier, hier sehen wir mal in Aktion auf einem Solarpanel, aber alle glatten Flächen kann er machen. Das 2024er Modell, unser Spitzenmodell, bekommen Sie heute natürlich auch zum TV-Sonderpreis. Sie sparen 20 Euro im Vergleich zu Pearl.de. 379,99 Euro ist Ihr Preis mit der Bestellnummer ZX7563 und der 569. Wenn Sie sich schon mal geärgert haben über Fensterputzen, kann ich Ihnen einen Fensterputzroboter wirklich nur wärmstens ja ans Herz legen. Das ist das Spitzenmodell, können Sie sich holen. Wir haben auch noch Reinigungsflüssigkeit für Sie natürlich als Zubehör für beide Fensterputzroboter. Und das ist der Punkt, wir haben zwei verschiedene. Wir haben einmal einen hervorragenden Glasreiniger und auch einen Solar- und Photovoltaikflächenreiniger. Sollte man ein bisschen unterscheiden, weil natürlich so ein Solarpanel nicht nur die Funktion hat, dass man schön rausschauen kann oder das Tageslicht reinkommt. Die müssen natürlich noch ein bisschen was anderes liefern. Die liefern Ihnen die Energie, die Sie nicht extra bezahlen wollen. Deswegen bitte, wenn es um Solarpanels geht, dann speziellen Reiniger verwenden. Den zeigen wir gleich noch. Das aber eine spezielle Reinigungslösung für Glasoberflächen, also alles, was mit Glas in Ihrem Haushalt zu tun hat, kommt als Konzentrat mit einem halben Liter Inhalt. Können Sie in einem Verhältnis 1 zu 10 mischen, kriegen Sie über 5 Liter raus. Hält ewig, ja, darf ich anmerken. Ja? Unsere erste Flasche war ein halber Liter, die hat 4-5 Monate gehalten. Locker. Also mit so einer Konzentratsflasche sind Sie lange, lange Zeit dabei. Das Gleiche haben wir auch noch speziell für Solarpanel. Da müssen Sie wirklich darauf achten, dass Sie da keinen scharfen Reiniger nehmen. Weil das ist ja natürlich vollgepackt mit Elektronik, so ein Solarpanel. Ja. Das sollten Sie schonend behandeln. Es geht ja um Ihr Portemonnaie und insofern werden Sie wahrscheinlich schon selber aus eigenem Interesse darauf achten, dass Sie da den richtigen Reiniger verwenden. Wenn Sie nicht genau wissen, welcher soll es denn sein, nehmen Sie bitte unser Konzentrat mit einem Liter Fassungsvermögen. Machen Sie ungefähr 20 Liter Reiniger draus. Mit 20 Liter Reiniger werden Sie also etliche Solarpanel reinigen können. Das wird in diesem Sommer der Fall sein. Das wird aber auch noch im nächsten und im übernächsten Sommer bestimmt auch noch ausreichen, je nachdem, wie oft Sie ihn einsetzen wollen. Dieser kommt als Konzentrat und ist speziell für die doch etwas empfindlicheren Glasoberflächen von Solarpanels bestimmt. Ingo hat völlig recht, da ist natürlich eine moderne und feine Elektronik drin, die die Sonnenenergie aufnehmen sollte. Da gehen Sie bitte aus Recht nicht mit Glasreiniger oder so Scherze dran. Tun Sie das bitte nicht, sondern verwenden Sie da bitte einen speziellen Reiniger. Investieren Sie das Geld, das ist gut investiertes Geld und erhalten Sie damit die Leistungsfähigkeit Ihrer Solarpanel. Putzen kann Spaß machen. Wer hätte das gedacht hier mit so einem Fensterputzroboter? Wir freuen uns immer, wenn irgendwo ein Fleck ist. Guck mal, hier ist wieder Arbeit. Zack, ran, Knopf an, fertig. Das ist das Spitzenmodell. Wir haben Ihnen das Vorgängermodell gezeigt und die manuellen Lösungen. Ich fand auch gerade diesen Besen
super cool der hier. Ist klasse mit dem Schlauch der, ne? Den habe ich, wie gesagt, bei uns auf den Waschbetonplatten probiert. Das hat wunderbar funktioniert. Schlauch war auch schon dabei. Also eine ganz, ganz tolle Sendung. Hat Spaß gemacht mit euch, das mal unseren Zuschauern alles vorzuführen hier, was wir so im Programm haben, um Ihnen die Arbeit leichter zu machen. Putzen muss keine Strafarbeit sein. Nein. Rufen Sie jetzt an und bestellen sich Ihr Reinigungsgerät.